Da sind wir wieder. Schuljahr 2. Nach dem ersten Jahr, was ein ziemliches Fiasko war, wollen wir jetzt natürlich hier einiges verbessern. Das heißt, wir stellen jetzt auch einen Counselor ein. Und der ist quasi nur dafür da, um böse Buben gerade zu rücken. Das heißt, wenn irgendwer Scheiße baut, dann geht er da hin. Und dann macht er aber mal kurz einen Prozess mit denen. Die Schule ist an sich ziemlich sauber. Das heißt, ich mache mir relativ wenig Sorgen. Aber jetzt ist schon der erste Bösewicht gekauft worden. Das ist ja generell das Problem, wenn man einen schlechten Ruf hat, hat man halt die ganzen Bösewichte hier. Und ich hoffe halt, dass wir die ganz gut in den Griff kriegen. An sich soll es den Leuten eigentlich ziemlich gut gehen. Ja, die kriegen Essen, die kriegen eigentlich alles. Okay, wir müssen einen Raum als Detention Room machen. Ich weiß nicht genau, was die Auswirkungen davon sind, aber wir machen das jetzt. Das heißt, der Freshman Room wird jetzt ein Nachsitzerraum. Weil wir haben so viele Schüler, die nachsitzen müssen. In der Hoffnung, dass das quasi den positiven Effekt hat. Weil wenn wir den jetzt nicht haben, dann werden die halt alle wieder böse. Hier ist jetzt ein bisschen viel Dreck, aber ich glaube, das geht noch. Wir können uns auch gerade nicht noch einen weiteren Putzmann leisten. Der wurde jetzt gefangen. Das heißt, wenn der jetzt zu unserem Counselor geht, dann müsste er den ja eigentlich ausschimpfen. Da! Wo ist mein Counselor? Da. Schimpf ihn aus. Ja, wenn er erst so spät kommt. Mein Gott. Den bezahle ich 4000 und nochmal 444 pro Tag. Und sonst sieht die Schule ziemlich sauber aus. Was ist das? Okay, das sah gerade aus wie so ein Kackstreifen. Aber scheinbar nein. Wir bräuchten eigentlich für diesen Mittelgang noch einen Janitor. 100 pro Tag. Da kommen wir halt kaum über die Runden, ne? Also wenn dann viel kaputt geht, dann können wir uns das irgendwann nicht mehr leisten. Für 6 Bullies, Alter. Holy shit, das ist doch komplett. Das ist halt einfach nicht gut, ne? Aber das wieder unter Kontrolle zu kriegen, ist halt das Problem, wenn man einmal verkackt hat. Ist das Prestige einmal am Boden? Wird man dich nie wieder loben. An sich geht's denen ja gut, ne? Warum kriegen nur die Essen? Okay, einer wurde jetzt mal wieder gerade gerückt. Aber das brauchen wir halt. Wir brauchen halt. Wir haben halt 9 von denen. Also da muss unser Kotzer da unten auch echt mal Arbeit verrichten. Aber die. Also wie weit die jetzt schon in den Fächern sind, ist sehr gut. Wenn die alle bestehen, dann müsst ihr eigentlich unser Prestige auch wieder hochgehen. Man kann das halt auch über die Quests erhöhen. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Okay, das Prestige ist ein bisschen weniger schlecht. Ja, ich werde jetzt auch auf... Also wir investieren das jetzt auf jeden Fall. Wir hauen mal einen neuen Monitor rein. Der wiederum sich jetzt mit dem Toiletten auseinandersetzt. Ja, wir werden jetzt eine kleine Minusgesellschaft. Aber dafür wird hier alles ein bisschen besser. Das heißt, wir haben nochmal einen, der die Flure durchstreift, um sauber zu halten. Und wir haben nochmal einen, der in der Cafeteria mal aufpasst. Und in diesen Common Area. Eigentlich ein Gebiet, was zu groß ist, abzudecken, aber ich meine, es ist besser als nichts. Wir machen jetzt ein bisschen Minus pro Tag, aber das ist halt, wie gesagt, nicht so schlimm, weil man am Anfang des Jahres ja immer diesen großen Batzen kriegt. Alter, wie viel der Hausmeister hier wegputzt. Kompletter Carry. Guck ich das mal an. Der Rest der Hausmeister ist einfach faul wie Sau und der macht hier einfach alles sauber. Absoluter King. Aber wir haben 10, ne? Es wird immer noch mehr.
Es wird halt einfach nicht weniger, es wird halt einfach mehr. Alter, hier, der putzt halt dagegen an, ne? Der muss halt irgendwie überzeugender werden hier. So. Kann jetzt mal einer reingehen und ausgeschimpft werden? Ich meine, die wären ja die ganze Zeit da. Hat das geholfen? Nee. Ja, weil die schon wieder Schluss haben. Mein Gott, na. Geht mir ein bisschen auf die Nerven. Na gut. Schuhe sollte trotzdem zumindest von den Noten her ein sehr großer Erfolg werden. Aber ich weiß nicht, ob das reicht so. Cleanliness müsste eigentlich auch fein sein. Ich glaube, auch da können wir nochmal einen raushauen. Die auch nochmal den Flur uns ein bisschen genauer angucken lassen. Zwei Schüler sind krank, aber das ist am vierten Tag ein ganz okayer Wert. Hier oben ist es halt arg schmutzig, ne? Da ist ja schon jeweils einer. Aber hier ist ja wirklich sehr schmutzig. Kann der bitte mal... Es ist halt schwer, da wieder rauszukommen. Aber es liegt halt echt massiv mit dem Prestige zusammen. Wollte ich nicht zwei Trash-Dumpster bauen? Achso, dann hatte ich kein Geld. Dann haben wir neu gestartet. Ich erinnere mich. Wir ziehen ihn mal kurz ab, damit er das baut. Ach, jetzt macht er Feierabend. Das ist doch. Library und so können wir halt vielleicht zwischen den nächsten Jahren bauen. Es sind Trashcans in der Common Area. Halt nicht so viele, ne? Ich meine, wir könnten ja mal ein bisschen übertreiben. Dann haben wir doch jetzt die nächste Quest. Purification ist ziemlich teuer, weil allein diese Fountain, die man dafür bauen muss, kostet irgendwie 2000, glaube ich. Ja, vielleicht helfen die Mülleimer. Es sind nur noch 9. Wären einen Ticken besser. Aber es sind halt immer noch zu viele. Wahrscheinlich kriegen wir da wieder ein F für. Das heißt... Die Noten müssen echt gut sein. Cleaner ist, hoffe ich, auf ein A. Noten hoffe ich auf ein A oder auf ein B. Boah, es könnte auch ein A werden. Ja, und dann muss halt... Dann ist halt... Yes, baby. Danke dir, war sweet. Yes. Aber 3 Jahre, Alter. Vor 3 und 6 Tagen habe ich gehalten. Dann war es ein armer Student in Köln. Ich hatte gerade meine Firma aufgemacht. Meine Mutter kam Mitarbeiter Nummer 25 und du kannst dich um die Welt ermöglichen spielen. Bin gespannt, wo wir in 3 Jahren stehen. Alter, Holy. Ich danke dir, Mann. 25 Mitarbeiter, seriously? Das ist halt krass. Das ist halt echt krass. Ja, es ist schon, wenn man so ein bisschen überlegt, wo man herkommt, ist schon krass, ne? Damals immer mit der weißen Wand im Hintergrund. Jetzt habe ich schon ein Bücherregal. Ich habe quasi das Leben durchgespielt. Ich mag übrigens meine neue Cam. Am 1.11. geht es in die USA. Geil, Mann. Ich wäre jetzt auch fast in die USA geflogen, ich kann es nicht sagen. Ich war so kurz davor und dann haben die das Last Minute gecancelt. Ich bin mittwochs morgens für eine Expressreisekasse zum Amt und so. Es war richtig Stress, weil ich es unbedingt wollte und dann hat es am Ende leider uns abgesagt. Extinxi, vielen lieben Dank. Too cool for school. Kennst du Rimworld? Nee, aber es haben schon viele gesagt, dass es sehr ähnlich ist. Oh oh. Ich weiß nicht, warum die jetzt auf einmal krank wären.
Ich glaube echt, dass es was hiermit zu tun hat. Setzen wir auf die Route mal 2 an. Das hier ist ja echt. Das kann sich ja keiner angucken. So, da wurde wieder einer gefangen. Da. Da. Endlich wird mal einer öffentlich ausgeschimpft. Joseline Trice. Wie, du willst einen Burger? Der Burger ist mir egal. Yes! Und schon geht's dir gut. Genau das, so war auch der Wortlaut, ne? Burger, Burger, dein Burger ist mir egal. Okay, ich werde Death 3 sein. So, und das hätte ich jetzt gerne 3-mal am Tag. Was ist denn gerade in die schwere Zwiebeln-Schule? Holy shit, Alter. Das sind aber sehr genaue Infos. Weil das hier oben ist echt einfach nur ekelhaft dreckig. Aber der... Hat das gerade einer aufgegessen? Aber warum putzen die denn nicht? Da! Da! Komm, da ist noch mehr! Wohin läuft er denn jetzt? Der bringt das ganz raus. Das sind 70 Mülleimer, du Arsch. Na gut, es wird ein bisschen sauberer. Oh Gott, hier ist es ja auch so dreckig. Ah, vielleicht brauchen wir noch mehr Küche oder so. Habt ihr letztes Jahr Abi gemacht? Ja, Grüße. Welchen Lehrer hattest du denn? Unterrichtet die Frau Bonn ja noch? Und Herr Starscheid-Busch. So, ja, ich muss gerade mal meinen Funkheadset aufladen. Ah, wir sind immer noch bei 9. Es hält sich recht stabil. Das Problem ist, dass das erste Jahr so wichtig ist, weil du startest ja irgendwie mit 300, aber du kannst halt instant alles verlieren, gefühlt. Achso. Ich setze hier nochmal einen Tick nach oben. Oh, what? Warte. Damit er das da oben auch mal wegräumt. Oh, jetzt wird es ja echt nochmal eng finanziell, oder was? Jetzt sind 32 krank. Aber die Noten werden halt super werden. Ne? Das ist halt klasse. Aber wenn jetzt nicht zu viel kaputt geht, sollte schon klar gehen. Dadurch, dass ja kaum noch Schüler da sind, sollte es auch kaum ein Problem sein. Die Ordentlichkeit kann ich ja nicht ganz beeinflussen. Oder ganz einschätzen, wie sie sein wird. Ja, halt, ich kenne jeder. Killer. Ja, dann grüßt ihr den Stahlstadtbusch mal von mir. Das war mein absoluter Lieblingslehrer, glaube ich. Meiner ganzen Jugend. So sehr, dass ich und mein Kumpel ihn immer in unsere WG eingeladen haben. Oder zumindest zweimal, und er beide Male abgelehnt hat, und dann haben wir aufgegeben. Das Gefühl hatten, dass er uns eine höfliche Nachricht sendet. Aber das ist nicht das, woran ich mich erinnere. Ich erinnere mich an die ganzen tollen Unterrichtsstunden. So, bald ist das Schuljahr vorbei. Ist halt die Frage, ne? Ich meine, wir wollten halt eigentlich eine Streberschule. Wir haben halt eine Streberschule, aber gibt es in Privatschulen auch diese Rowdies? Habe ich hier viele Leute, die aus Privatschulen kommen, die mir das bestätigen können, damit ich mich besser fühle? Da gibt es doch garantiert hunderte Raulis. Und krank ist man da auch ganz oft.
Da hat ein Schüler selber aufgeräumt? Das so genervt war? Comfortable, well rested, excited, very clean, hungry. Aber ist ein Bully. Das ist aber auch ein bisschen fies, ne? Der hat ja eigentlich nicht viel Grund, irgendwie ein Bully zu sein. Das ist trotzdem einer. Würde ich den auch bei den EU-Finals? Wahrscheinlich nicht. Ich habe zwar angeboten, dass ich es mache, aber mir wurde gesagt, dass da schon, wohl schon genug Caster sind. Was soll ich sagen? Na? Aber dann die eine sehr erfolgreiche Zeit in Amerika. Na? Hoffen wir mal, dass das ähnlich gut laufen wird wie die ganzen Einser, die jetzt meine Schüler gleich schreiben werden. Oder zumindest viele von ihnen. Der eine oder andere wird vielleicht in Deutsch durchfallen, aber hey. Dann wollen wir mal, ne? Schauen wir mal in die Klausuren rein. Was wird die Passrate? Alles unter 90 wird mich stark enttäuschen. Frechheit. Na? Wir haben uns nicht verschlechtert. Aber wir haben 200 Prestige Plus bekommen. Und 16.000 als Bonus. Das heißt, wir sind jetzt wieder im positiven Prestige. Wir sind überall drin gut, außer darin, wie unsere Schüler sich in Game verhalten. So. Wie viele Schüler werden wir haben? Definitiv zu viele. Warum habe ich doppelt so viele aus dem dritten Jahrgang, wie ich haben kann? Was ein Blödsinn. Okay. Was wir jetzt machen, ist quasi, wir machen aus unserer Schule eine Fun-Schule. Aber das ist quasi das, was wir vorhaben. Did I think this true? Wenn ich die so klein mache, die Spaßräume, dann wird das wahrscheinlich nicht reichen. Ich meine, wir wollen ja alles größer machen. Aber auch das? Dann könnten wir die hier oben machen. Wir könnten die so groß machen. Ist fast dasselbe, ne? Ist genau dasselbe. Ja. Tut mich jetzt ein bisschen schwer mit. Eigentlich wollte ich alles größer machen, aber da wird es halt schwer, genug Schüler auf Dauer reinzukriegen. Sehr tricky. Ich glaube, wir müssen die Spaßräume erstmal relativ klein halten. Ansonsten wird das einfach nichts. So. Ziehen jetzt wieder alle ab, damit alle Bauarbeiter bauen können. Das, was ihr verdammter Job ist. Den sie sonst nicht machen. Aber ansonsten gehen die halt weiter auf ihre Routen. Wir machen die jede Woche plus. Das heißt, diese Phase können wir jetzt wieder sehr lang werden lassen, wenn wir wollen. Mal gucken, ob das auch lang würde oder nicht. Wir bauen jetzt quasi so aus, dass wir die Schule vergrößern könnten. Werden das aber wahrscheinlich erstmal nicht machen. Das einfach zu teuer ist, sondern wir werden erstmal die ganzen Spaßräume bauen. Haben die sich alle erfolgreich eingebaut? Sehr gut. Ich bin sehr stolz auf euch, Leute. Warum auch die Tür zuerst bauen?
Noch so eine Legende. Also manchmal weiß man echt nicht, wo man hier anfangen soll, um die auszuschimpfen. So, dann werden wir hier natürlich wieder unseren Boden verlegen. Auch bei allen Türen, damit da keine Lücken sind. Und dann... Das wären auf jeden Fall alles Klassenräume. Das hier wären nicht Klassenräume. Ich denke, da können wir überall den guten Boden nehmen. Könnte halt hier oben noch einen großen Raum machen, aber ich weiß noch nicht, was das wären sollte. Kommt hier erstmal nur ein normaler Raum rein. Oh mein Gott, ich merke gerade, dass ich mich hier verzählt habe, ne? Das sind ja nur 10. Mäh. Mäh. Das Problem ist quasi, dass wenn ich jetzt hier noch 4 Klassenräume hinmache, fehlt mir dafür genau eine Breite. Das heißt, was ich machen könnte, ich könnte hier aus 2 Räume machen. 2 große Irgendwas-Räume. Uff, ich hätte fast schon wieder das Schuljahr aus Versehen gestartet. So, dadurch, dass jetzt hier die Türen noch drin sind, kann ich da auch endlich zubauen. Was das jetzt hier werden soll, ist alle Special Rooms, die es gibt. Das heißt, das hier wird eine Bibliothek, das hier wird ein Art Room, das hier wird ein Computer Lab, das hier wird ein Science Lab und dann gibt es noch einen großen Musikraum wahrscheinlich am Ende. Fangen an mit der Library, weil das der erste Auftrag immer ist, den man hat. Ach doch, machen wir so. Da kommen hier 2 Tische hin. Und hier natürlich wieder der Mülleimer. Dann der Art Room. Den Art Room mache ich meistens so, weil man sowohl das als auch das braucht und dann kann da wieder der Mülleimer nach vorne. Upsi. Ja, das werden wir jetzt quasi alles fertig bauen, bevor das neue Schuljahr losgeht, damit die möglichst glücklich sind. Aber dann werden wir wahrscheinlich trotzdem noch nicht expandieren. Computer sind die einzigen, die teuer sind an den ganzen Kram hier, aber das muss halt sein. Zack. Und auch hier natürlich wieder ein Mülleimer. Für Science Lab. Was braucht man mal für Science Lab? Ach ja, das ist ein bisschen komplizierter. Ja, könnte man wahrscheinlich ein bisschen angenehmer machen, aber ich glaube, so ist das schon fein. Dann hauen wir wieder Mülleimer hin. Wenn wir irgendwann ein Symbol für unsere Schule brauchen, wird es auf jeden Fall einen Mülleimer. Ich denke, das haben wir uns verdient. So, und dann können wir... Library. Oh, what? Normalerweise. Ah, hier. Yeah. Science Table ist noch nicht fertig. Man braucht 2 Table. Okay, krass. Da hätte ich für die Symmetrie das ein bisschen anders bauen können, aber das müsste dann einfach so. Eigentlich brauchen die in Science Lab auch keine Stühle, aber ich mag das einfach nicht, wenn da einfach nur ein Tisch rumsteht. Dann haben wir das und dann könnten wir hier oben eine große Klinik machen. Oder wir machen halt 2 geteilt, dann wird es ein großer Musikraum und eine Klinik. Gefällt mir ehrlich gesagt sogar besser.
jetzt wenigstens so. Dann der Musikraum kommt. Alter, die Kranken werden immer die ganze Zeit das von den von nebenan das Gestöhne hören. Kommt das rein? Die sperren sich doch schon wieder gerade aus, oder? So, der Musikraum, der kommt dann quasi hier rein. Zack. Und dann fehlt uns hier noch unsere Klinik. Ich weiß gar nicht, ob ich die unbedingt schon bauen will, weil die so teuer ist. So, und dann den Musikraum. Was muss da rein? Ach ja. In den Musikraum müssen da noch die Stühle rein. Da machen wir das so. Ich weiß ja, ob ich die Klinik schon bauen will, weil die Klinik hat das Problem, dass ich ja auch die Nurse brauche dann. Und die sind ziemlich teuer. Aber ich überlege eh, wir hätten jetzt eigentlich genug, um nochmal 6 Lehrer einzustellen. Jetzt müssen wir wieder die im Bereich von 6.000 nehmen. Und dann hätten wir deutlich mehr Schüler. Hätten wir deutlich höhere Einnahmen. Aber ich weiß nicht, ob wir dann mit unseren Ressourcen wirklich auskommen oder ob wir jetzt quasi ein Schuljahr quasi hier den gechillten machen. Ich glaube, wir sollten wirklich eher einen gechillten machen. So. Dann können wir noch eine Nurse einstellen. Oh, ich habe das Kabinett vergessen für den Musikraum. Zack. Jetzt kann ich übrigens hier unten nochmal den Schandfleck entfernen. Nämlich das fehlende Sofa. Oh, die Tür ist auch gar nicht richtig platziert. Na gut, dann bleibt das erstmal ein Schandfleck. Ich glaube, wir werden die Cafeteria noch ein bisschen ausbauen und dann sind wir eigentlich good to go. Wobei, eigentlich könnten wir wirklich expandieren. Was wollt ihr, Leute? Wollt ihr, dass ich expandiere oder wollt ihr, dass ich es entspannt und ruhig spiele? Brauchen halt dann von allen mehr. Ne? Wenn wir hier die Klassenräume bauen, ich könnte sie aber so oder so schon mal bauen. Weil Leute jetzt gerade nicht so viel zu tun haben. Upsi. Wollt ihr die Expansion oder wollt ihr sie nicht? Ich gucke mir gleich eure Antworten an. Ich werde aber vorher schon mal die Stühle bauen. Ist das schön, mal keine finanziellen Sorgen zu haben, aber ein bisschen drauf losbauen zu können. Zack. Dann noch die Mülleimer. So, was wollt ihr? Halb, vielleicht 2 bis 3 neue Lehrer. Das Problem ist, dass wir 6 Fächer haben. Das heißt, wenn ich quasi nur 2, 3 neue Lehrer mache, dann kann ich quasi keine neuen Lehrer mit reinnehmen. Ja, dann ziehen wir jetzt einfach mal das Schuljahr so durch, ne? Da machen wir einen Gechillten. Vielleicht kriegen wir auch tatsächlich unser Problem mit den ganzen bösen Schülern in den Griff. Wir könnten uns ja dann 2 Nurses machen wir mal.
Können wir uns sogar leisten, witzig. Oh. Okay, da haben wir doch nochmal deutlich mehr Geld bekommen, als wir wollten. Oder als wir dachten. Das ist halt die Frage, ne? Finden wir mal einen Worker mehr. Davon. Ich denke, das wird schon gehen, ne? Die Nurse hat halt hier keinen, der da mal hinkommt, aber. Ah, komm, hauen wir noch zwei Worker aus, mal einen Monitor. Wir können uns jetzt hier so ein bisschen. Aber einfach mit Blick darauf, dass wir das jetzt hier auch richtig durchziehen wollen. So. Schauen wir mal, wie so ein Jahr jetzt abläuft. Oh, von der. Wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Prestige noch bekommen durch die ganzen Jobs, die wir hier gemacht haben. Mit 5 Bullies, so. Ich überlege, ob wir einfach noch mehr, noch ein, ja, wir bauen auf jeden Fall jetzt hier nochmal ein Office rein. Geht's ein bisschen auf die Eier, dass hier die Bullies die ganze Zeit tun können, was sie wollen. Machen wir noch ein Door rein, dann das. Ach, eigentlich kann es währenddessen weiterlaufen, ne? Baut ja aktuell eh keiner. Weil ich keinen hab, der frei ist. Sind ja alle in irgendwelchen Routen. Das heißt, wir ziehen mal zwei aus zwei Routen ab. Guck mal, hier geht jetzt am Anfang nicht direkt was kaputt. Und dann bauen die das da neu. Den Flur müssen wir da noch einen mehr reinmachen. Dann holen wir jetzt noch so einen Künstler mehr. Vielleicht hilft das ja. Das Problem ist echt die Juniors so, weil die halt zur Hälfte keinen Lehrer haben. Oder halt einfach komplett überfüllt sind. Das trifft sehr. Ich habe nicht nur einen Brute Student. Ich habe davon gefühlt 100. Aber es sieht ein bisschen ordentlicher aus. Einer wurde besänftigt. Weil ich glaube, das besänftigt hier ein bisschen zu nett ist. Ich glaube, die schreien hier richtig zusammen und dann ändert er seine Meinung. Okay, das Office ist noch nicht ganz fertig, aber das wird morgen fertig. Und ich würde sagen, damit endet es und den Rest des dritten Schuljahres seht ihr in der nächsten Folge.